Haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja, das kommt noch. Irgendwann, wenn wir alle anderen Rezepte rausgefischt haben, dann bringt unser Spiel schon was Neues bei. Ja, ich weiß, der war gut. Die angelt man nicht. Und wir brauchen eine Batterie, damit er überhaupt funktioniert. Ach, okay. Das wusste ich nicht. Also ich kann eine Batterie brauchen, aber die verbrauchen sich natürlich. Ja, ich glaube, hinterher gibt es dann was zum Aufladen. Ja, ja, es gibt einen. Aber den habe ich selbst mit Keksen beim. Also dem Spielstand von Keksen und mir noch nicht. Das kommt schon noch irgendwann. Das dauert ewig, bis du den. Ich stehe auf der Insel. Das ist schön für dich. Mitten im Wasser. Also ich mache jetzt gerade den Rumschwimmer, um zu gucken, ob da irgendwo noch Metalle oder sowas sind. Nee, ich würde sagen, hier ist nichts mehr. Ich habe noch ein bisschen Schrott gefunden. Und wie immer, bestes Wetter. Mhm. Wie zu Hause bei Muttern. Ja, nur das Essen ist besser. Das ist korrekt. Hey, Bruce. Tschüss, Boris. Aua, Bruce. Hi, Bruce. Tschüss, Bruce. Aua, Bruce. Sind es Aua, Bruce? Ein Stück. Ich von dir? Was ist denn das? Holzdach? Nee, ah, Fundament. Verdammt. Fundament. Vielleicht hat Bruce einfach das Stück gefressen. Was für eine Art Fundament bauen wir denn? Im Idealfall. Nee, das Stabilere ist es im Moment. Okay. Okay. Ich hab doch wieder gehört, wie er irgendwas gebissen hat. Ja, hinten hat er was gebissen, da habe ich ja gerade gebaut. Ja, aber noch was anderes. Meine ich. Achso. Ja, dann. Insel ist ready. Sonst hätte ich gesagt, wir ankern. Ja, ja, go. Anker in den Lichten. Den Lichten. Tut den Lichten ankern. Gut, ich anker den Lichten. Huch, was ist das jetzt hier? Ein Safter? Was ist das denn für eine Maschine? Eine Höllenmaschine. Wow. Der Binnensafter von Binfort. Ja. 6000. Nice. Blacky, möchtest du die Küche eher im Erdgeschoss oder im ersten Stock haben? Ersten Stock. Okay. Jetzt warst du gerade unter Wasser kurz. Naja, das passiert. Okay. Ganz normales Decksverhalten. Naja. So ist er halt, unser Decks. Unter Wasser, der Schlingel. Oh, oh my. Riesenmuschel? Möchte jemand eine Riesenmuschel? Nein, ich bin kein Vogel. Wo kommt die hin? Unter die Treppe. Unter was? Unter die Treppe. Irgendjemand hat angefangen, das Zeug unter die Treppe zu legen, also unter die Treppe. Okay. Ich hab dich gefragt, wo das Zeug hin soll, wo noch keine Kiste hat. Und sagt, es soll unter die Treppe. Getan. Ja.
So, sind die Ausleger die jetzt breit genug, ja? Nein. Noch mehr Ausleger oder was? Mehr Ausleger, wir brauchen mehr Ausleger. Ja, kann ich machen, aber ich mache jetzt ja gerade eigentlich die besseren Fundamente, du hast ja nur die schlechten gemacht. Ja, hier für die Ausleger habe ich jetzt schnell die schlechten gemacht, weil die sind mir jetzt erstmal fast egal. Hier geht es mir erstmal darum, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Ausleger zu haben, um so schnell wie möglich Zeug für bessere Fundamente zu bekommen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das heißt, du möchtest also, dass ich... Also die Ausleger mache im schlechten Bereich, alles andere kannst bitte besser. Du möchtest also eigentlich, dass ich alles mit Fangnetzen versehe? Das kannst du auch machen. Dann baue ich jetzt einfach Ausleger und überlasse dir die Fangnetze. Hey. Schön. Was? Hopp. Da ist wieder ein Stück für Fangnetze. Dann probieren wir aber noch mal diese Suppe. Mit echtem Fischkopf. Und kochend heiß aus der Kiste. Jemand Interesse an der Trinkflasche? Oh ja, gerne. Grundsätzlich immer. Aber muss nicht unbedingt sein, wenn's... Doch. Frage ich. Deswegen sage ich jetzt einmal für Dex. Wo? Hinter dir, da. Was macht die? Da kannst du bis zu 5 Wasser reintun. Ah. Das heißt, du musst nicht wegen jedem Eimer hinrennen, sondern machst dir die Flasche voll mit 5 Süßwasser und dann kannst du 5 Mal draus trinken und dann musst du erst neue holen. Sehr gut. Einmal für satt. Brauch ich den Becher ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Tu es in die Kiste. Hier schwimmt's weg. Welche? Irgendeine. Dann tue ich sie hier in die Fertigkiste, damit du weißt, wo sie ist. Ja. Dann nehme ich es mir da wieder raus. Kommt das Meer auf einmal her? Ich stand doch noch gerade auf dem trockenen Floß. Oh. Ich würde jetzt erstmal den Hai mit verjagen. Zu spät. Fühlt sich leider sehr heimelig bei uns. Übrigens müssen die Netze auch nicht unbedingt am Anfang oder Ende des Schiffes sein, sondern können auch mittendrin sein. Ja. Ist es vollkommen egal. Vielleicht sollte man quasi... Kommt der Hai dann auch in der Mitte hoch? Nein. Nein. Jetzt sollte man quasi das Schiff sozusagen so eine Art Ring bauen und außen die Befestigungen und innen halt alles andere. Könnte man machen. Aber ja. Im Grunde brauchst du außen hinterher nur die verstärkten Hölzer haben, also mit Metall verstärkt. Ja, genau. Und alles andere locker flockig innen. Ja. Na dann ist das mit den Auslegern Quatsch. Nee, weil jetzt im Moment kriegen wir dadurch halt mehr Materialien. Wir können das Boot hinterher so breit bauen. Ja. Die Ausleger sind einfach nur dafür gedacht, um jetzt möglichst schnell viel Materialien zu bekommen. Mm-hmm.
Oh nein, schieß Planke. Tschüss, Sat. Sie hat mit mir gesprochen. Durch den Otter. Okay. Oh, siehst du diese große Insel auch? Ist das die gleiche wie gerade? Nein, da ist ein Vogel drauf. Das ist eine neue Insel. Ja, sollen wir da hin? Wir müssen übrigens auch nicht überall direkt nebeneinander bauen, weil du erwischst eigentlich 95% von dem Zeug, wenn du jedes zweite Feld benetzt hast. Okay. Aber gut, wir können es natürlich jetzt auch einfach so machen, dass es... Jetzt hängen sie halt da. Soll ich aufhören, welches zu bauen? Nö, nö. Wir haben hier drüben noch genügend Platz. Und wenn du keinen Platz mehr findest für Netze, erweiter die Ausleger. Oder fang an, wieder eine Querverdingung zu bauen, dass wir dann da quasi unser Hund bauen können. Platz für Zeug gibt's immer. Ich meine, wir leben schließlich vor diesem Meer. Und Hallöchen, Chartus. Frag mich ja, wer die meisten Auftrieb liefert. Ganz klar die Bäume. Die bestehen nämlich aus Holz. Wir haben es gerade fett genannt. Ich habe euch nicht Holzkopf genannt. Nein, ich meinte ja auch Charti. Achso. Das kann sein. Da geht noch eins. Bei mir ist das Meeresrauschen weg. Bei mir auch. Diese Ruhe. Da geht noch eins. Willst du das Spiel immer weiter spielen, ja? Nein, ich habe kein Holz mehr. Oh oh, da hinten ist ein böser Vogel. Aber ich finde es auch merkwürdig, dass das auf einmal das Meer keine Geräusche mehr macht. Ja, ich meine, es flutscht und planscht noch ein bisschen, aber... Aber warum? Wir sind nicht mehr in der Nähe der Insel, das kann's sein. Meeresrauschen nur an der Insel. Bei deinen Inselrauschen? Ja. Jetzt bin ich im Fangnetz gefangen. Ach, das war der größte Fisch, den wir jemals gefangen haben. Ja, das ist hier Gruß allmächtig. Jetzt haben wir wieder Meeresrauschen, aber jetzt sehe ich auch die Insel wieder besser. So. Ich würde hier noch zwei Netze hinklatschen, dann sind wir durch. Dann haben wir erstmal genug Netze, denke ich. Mehr Netze. Bin ich der Günther Netzer oder was? Ich meine, ist es sowieso ein bisschen fraglich, wie dieses Boot Floß schwimmt. Frag lieber nicht, das ist wie mit der Hummel. Solange du nicht drüber nachdenkst, funktioniert's. Frag nicht, wie die Hummel die das Tor schießt. Du willst es gar nicht wissen. Nee, das war Hummels. Du willst doch wieder knabbern. Snack? Haha, während du durch unser Boot geschwommen bist, habe ich dir noch einen mitgegeben. Ich kriege übrigens keine lustigen Teile mehr aus den Kisten. Können wir nochmal anfangen, oder? Ja. Schade. Irgendwann hat man halt einfach alle gesammelt. Ist das eine neue Insel da? Keine Ahnung. Nee, doch, die ist neu. Da waren wir noch nicht. Da sind noch Bäume. Ey, dieses Boot ist sehr stabil. So wie unter Wasser das ist. Ja, wir haben hier einen Übergang. Du kannst anhalten. Habe ich.
praktisch, wenn man seine eigene Landungsbrücke dabei hat. Mhm. Ich habe das immer falsch verstanden. Ich dachte, die sind am Ufer. Nee. Nimm's mit, dann hast du es überall. Au, Bruce! Ach, Mann, die Bruce! Die sind doch in Hamburg. Ja, auch. Ach, Bruce. Weiß ich ganz genau, ich hab die da gesehen. Ja, ich auch. Ja, und wenn du es mitnimmst, hast du sie überall. To go. Wie hätten sie denn ihre Landungsbrücke gerne? To go. Brauchst du den Baum? Ja. Ja, ich muss erstmal nur einen Happen essen. Was in dem Fall Meloden. Ich habe einen Happen getrunken. Es ist dunkel. Auch also gehe ich davon aus, ihr wollt die Suppen erstmal nicht haben, ja? Doch. Oh. Dann brauchen wir wieder die Schüsseln. Gibst du sie sonst weg, oder was? Dann schnappt ihr Ton und mach welche. Ihr habt die ganzen Schüsseln aufgegessen. Die waren lecker. Dann mach die Schüsseln nicht so lecker, dann würden wir sie auch nicht aufessen. Ja, ich habe hier ein paar Urschüsseln hier reingestellt. Ich meine, was können wir dafür, wenn die Schüsseln lecker sind? Mutti hat immer gesagt, auch den Teller auf. Richtig, iss deinen Teller auf, dann wird das Wetter gut. Ja. Wir haben den Teller aufgegeben und was ist? Regen. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich kann nicht eine größere Insel gesehen. Ja, und da sind wir glatt vorbeigesogen. Da war auch ein Vogel drauf. Deswegen hier. Hier ist ja nicht mal ein Spatz. Yep. Dafür ist sie recht mineralienreich, habe ich den Eindruck. Ja. Und brußreich. Ja. Oh, noch einen in den Schwanz gepiekst. Jetzt habe ich auch eine neue Axt. Jetzt kann ich auch den letzten Schlag auf den Baum machen. Kannst dich mit deinem Gebeiß nicht beeindrucken, Fuß. Deine Beißerchen sind auch nur ein Schrei nach Liebe. Mhm. Deine Flossen sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich Hai zu kolieren. Und deine Hai-Mutti hatte niemals für dich Zeit. Oho, Bruce Loch. Ah, wenn du die Speer in der Hand hast und der Hai gerade auf dich zukommt, um dich zu beißen, kannst du die pieksen. Hier, sag mal, Blackie. Bei der Arbeit. Guck mal,